Einen Moment. Hallo? Und damit willkommen zu Commander Keen, ein kleines Retro-Spiel. Retros in. Wir werden alle nicht jünger. Genauso wie Männer werden Retro-Spiele mit dem Alter immer besser. Also, wenn sie alt sind, werden sie erst zu Retro, weil vorher sind sie ja neu gewesen, so wie Männer auch mal neu waren. Egal. Das ist der erste Teil. Hallo? Kannst du mal bitte aufhören? Das Spiel ist übrigens von id Software, bekannt durch Doom. Ich wollte eigentlich nochmal zum Titelbildschirm. Wie geht das? Ah! Jetzt ist der Titel weg. Moment, ich hab's mir aufgeschrieben. Invasion of the Verticons. Episode 1. Wie ist die denn jetzt? Marooned on Mars. Genau. Wir sind verloren. Gestrandet auf dem Mars. Und zwar zur Story. Wenn ihr die Story sehen wollt. Moment, Tastatur. Leertaste. Das ist die Story. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Ihr könnt ja das Video pausieren. Bla 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 bla. So. Ich werde erstmal den Ton anmachen. Und meinen Controller justieren. Konfigurieren. Einmal A. Das spiele ich nämlich mit dem Xbox 360 Controller. So, Achtung, Ton. Ah, oh, herrlich. Genau. Das Spiel ist von 1990. Jetzt zur Story. Billy Blase. Der kleine Kerl hier. Billy Blaze, 8 Jahre aus Amerika. Der hat sich im Schuppen seiner Eltern natürlich Zement, Plastiktuben, Suppenschüsseln, Radiergummis und anderen Kram. Ein Raumschiff zusammengebaut, das nennt sich Beans and Bacon, zu Deutsch Speck und Bohnen, natürlich. Einmal gehustet. Und jetzt sind seine Eltern, es ist abends, seine Eltern sind in der Stadt und der Babysitter schläft. Hat er sich gedacht, komm, wir besuchen den Mars. Sieht man ja hier eindeutig, dass das der Mars ist. Was soll das sonst sein? Vielleicht eine Süßkartoffel? Nein, es ist der Mars. Moment. Oh nein. Ich muss den Controller nochmal justieren. Und hat er sich gedacht, er macht einen Ausflug zum Mars? Okay, läuft. Nun haben die bösen Vorticons, die den Mars schon besiedelt und mit ihrer Anwesenheit besudelt, haben Teil aus dem Schiff geklaut. Und zwar ein Joystick, eine Autobatterie, einen Staubsauger und Schnaps. Vom Vater. Als Treibstoff wahrscheinlich. Haben die geklaut und Billy Blaze kommt nicht mehr zurück. Und er muss doch wieder zu Hause sein, bevor seine Eltern zurückkommen. Deswegen, ich vermute, das spielt ja alles in seiner Fantasie, werden wir uns jetzt hier beeilen, den Kram wieder zu organisieren. So sieht das aus. Die Töne sind altersentsprechend. Wie alte Männer werden auch Videospiele im Alter merkwürdig. Das Spiel ist wie gesagt von id Software. Damals haben die halt sowas gemacht. Doom und Duke Nukem, die haben ja auch mal so angefangen. Also Doom nicht, aber Duke Nukem. Ah, da kommen wir nicht hoch. Ja. Die Grünlinge hier, die heißen, ich hab's aufgeschrieben, Jorps mit Y. Die machen nichts, die wollen nur schubsen. Denn ihre dicken Verwandten, die schießen, töten uns schon mal mit ihren Klubschaugen. Werden wir noch sehen. Aber das Schubsen zeige ich euch jetzt nicht, weil der schubst uns sonst in diese Clap-Claps und die tun weh. Wie bei Super Mario haben wir nur ein Leben, also eine Berührung von irgendwas giftigen, bösen, tödlichen, geschossenem. Hier könnt ihr mich mal schubsen, Jungs. Und es ist halt total ätzend, da wieder rauszukommen, wenn da nicht gerade eine Wand ist. Jetzt lass mich. Genau, man kann draufhüpfen. Aber die erwachen halt wieder. Halt, hier unten gibt's noch was zu holen. Da sind sie wieder. Was wollte ich denn gerade sagen? Clap-Claps? Grüne Stielaugen? Das ist ein Buch. Da oben ist eine Pepsi-Dose. Genau. Wie das halt früher so war, alles ein bisschen schwieriger. Hier gibt's keine Lebensenergie, die sich wieder auflädt. Retro halt. Wir sammeln hier Süßigkeiten ein und Bücher von Kant. Das gibt alles Punkte. Diese Pizza hier, die gibt... Es gibt denn die 300? 500 Punkte.
die Lollis hier geben 100 Punkte. Und bei 10.000 Punkten gibt es ein Leben. Einmal Leertaste, da ist es. Wir können schießen, zeige ich euch später, weil Munition ist rar. Hier gibt es keine Schwierigkeitsgrade, Gräde, Schwierigkeitsstufen, die man auswählen hätte können. Deswegen ist es immer rar. Da die Nubis da, die vier Personen sind unsere Leben, ist klar. Genau, und das nächste Leben gibt es bei was? Bei 20.000 erst? Das ist ja fies. Und später gibt es halt noch Schlüsselkarten, um ja voranzukommen, wie es halt früher war. Da oben die zwei Lollis möchte ich gern noch haben. Wie komme ich denn da jetzt hin? Hier hoch? Ah, hier. Moment. Wo komme ich denn? Ah! Okay, springen kann er. Da ist ein Buch von Kant, das bringt 1000. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr diese Retro-Geschichten überhaupt mögt. Wollt ihr das sehen? Findet ihr das ätzend? Oder wollt ihr das besonders gern sehen? Oder findet ihr das besonders ätzend? Kann ja sein, ich weiß es nicht. Ich mag sowas. Für zwischendurch, und das hier habe ich wahrscheinlich in drei Parts durch, wenn ich mich nicht zu dumm anstelle. Für zwischendurch geht sowas. Schnappen wir uns noch die Pepsi und... Herrlich. Herrlich. Diese Level hier, das sind so kleine Bonus-Level. Da ist nur einer wichtig. Wir gehen trotzdem alle rein. Hier gibt es auch nichts zu sehen oder hier ist nichts spektakulär. Da einfach mal durchgegangen. Gibt uns halt Informationen. Natürlich auf Englisch. Und ich höre in meinen Gedanken, dass es doch zu schade ist, dass ich nicht das Standard-galaktische Alphabet lesen kann. Ich, Mensch, ich. Enter. Und das war's auch schon. In diesem. Später wird's relevanter und vor allem gibt's hier oben den Pogo-Stock. Stick, Pogo. Hallo? Da ist er. So hüpft er, wenn ich nichts mache und wenn ich auf Springen drücke, dann hüpft er so unglaublich hoch. Es ist eine wahre Freude. So, da wollen wir uns auch das erste Teil holen. Kann ich hier durch? Ach, hier kann ich auch durch. Ja, dann machen wir das doch gerade mit. Bevor wir uns dann das erste Teil für unser Raumschiff wiederholen, schließlich kommen die Eltern ja immer näher. Da soll ich jetzt... Die Steuerung ist übrigens... Ah, sehr schwammig. Und extrem unpräzise. Was steht denn hier? Eine Nachricht schallt durch unseren Kopf. Der Teleporter im Eis wird uns auf die dunkle Seite des Marses portieren, senden. Was halt so ein Teleporter schon mal macht. Auch diese Nachricht hätten sie sich schenken können. Hallo? Hallo? Ah. Weil es gibt dann bei dem so ein Teleporter gar keinen anderen Weg. Hier können wir nicht durch, das heißt, wir machen jetzt wirklich mal die ganzen Level und fangen mal mit dem da an. Level 2. Ob die Namen haben, weiß ich gar nicht. Haben will. Spannend. Komme ich denn eigentlich zu diesem doofen Bären dahinter? Anscheinend nicht. Weil wenn ich jetzt den Pogo-Stock benutze, dann springe ich ja oben drüber. So, jetzt müssen wir ein bisschen mit System hier vorgehen. Ich habe das Spiel zwar vor einem halben Jahr schon mal gespielt, aber das heißt nicht, dass ich es kann. Steuerung, hallo. Ich wollte ja schon so viel einsammeln wie möglich, um halt ein paar Leben zu machen, die wir später bestimmt brauchen werden. Also definitiv brauchen werden, nicht bestimmt. Hallo, Clap, Clap, hallo. Das ist ein, wie hieß der? Die Kleinen waren Jorps und das ist ein Gark. Ach, und ich lese gerade auf meinem Notizzettel. Oh, jetzt müssen wir gerade mal ausweichen, nicht, dass der uns hier reinschiebt. Die heißen nicht Clap Clap, die heißen Pat Pat. Ein immenser Unterschied. Munition. Oh, wie er ausrastet da links. Punkte, 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 Punkte. Ah, okay. Probieren wir es halt mal so. Auch nicht. Oh.
Ja, die Steuerung ist wie gesagt. Hm. Und mit dem Pogo-Stock ist es noch schlimmer. Oh, hier. Fantastisch. Da oben ist ein Vorticon-Commander. Der, ja, man sieht es, der hüpft ganz wild rum, unberechenbar. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich wollte doch die Punkte noch. Ist der jetzt weg? Respawnt er jetzt da oben, oder? Hallo? Wo ist er hin? Vielleicht ist er ja rausgelöscht aus dem Spiel. Hehehe. Passiert ja bei so alten Spielen schon mal. Aus dem Bild, aus dem Sinn, sozusagen. So, Kollege. Um zu schießen, muss ich den Pogo-Knopf und den Sprungknopf gleichzeitig drücken. Das macht die Springgeschichte ziemlich spannend, weil wenn du den einen Knopf später drückst und das nicht mehr als gleichzeitig gilt, ja, dann hüpfst du halt nur und bist tot. So ist das früher gewesen. Und wir, haben ein Leben dazu bekommen. Was haben wir denn? Fünf Leben haben wir noch. Fünf Keens. Und 9 Schuss. Ja, der Pogo bleibt der Pogo, da gibt es kein Upgrade oder so. Und wie gesagt, Schlüsselkarten später gibt es die auch noch. 40.000 Punkte. Also alle 20.000 Punkte. Ich dachte alle 10. Ja, okay. Sollte trotzdem schaffbar sein. Hier waren wir noch nicht. Später werden wir dann auch mal drauf verzichten, jeden einzelnen Lollipop einzusammeln. Rüber! Ah, da ist er ja. Ich hab... Hallo? Wo geht's hin? Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn ja wieder gesehen, aber... Gleichzeitig bin ich in den Tod fast gesprungen. Ah, die holen wir uns auch noch da unten. Und das war auch schon die erste Schlüsselkarte. Da drüben haben wir es gerade gesehen. Das ist mein Butler-Bot. Der will auch noch schubsen. Der macht im Prinzip dasselbe wie die Grünlinge. Aber auf den kannst du halt nicht draufhüpfen. Oh, 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 oh. Diesen Commander, den wollen wir nicht wieder zurücklocken, wo es eng ist. Der kann ruhig wieder hier rüber. Magst du mich mal schubsen? Ah, was hüpft er denn? Das hatte ich ja noch nie. Also ich habe das Spiel schon mal gespielt, ne? Aber dass der mich so nervig verfolgt, das hatte ich echt noch nicht. Wie ich zu diesem Bären da komme? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles gesammelt, bis auf diesen doofen Bären. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier irgendwie... Ha, da kannst du bleiben. Ha. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier heil rüberkommen. Hier gibt es noch ein bisschen was zu sammeln hier oben. Bloß der Wolfmann hier, der Commander, der ist hier halt schon mal ein bisschen eine Belastung. So. Halt, hallo? Was? Oh, ich hab doch nur den gelben Schlüssel. Warum sagt das denn keiner? Ach du Scheiße. Hoffentlich ist der komische Commander noch da, wo man... Jetzt ist er da unten. Geh weg. Hi, der kommt hier hoch. Es ist ja unglaublich, der Endgegner folgt einen durchs... Boah, das war knapp. Wir müssen unten lang. Der End... der Boss, der... Nein! Och, verdammt. Muss das so spannend sein? Kann ein altes Spiel von 1990 so spannend sein? Ist ja unglaublich. Ah! Bitte, spring da hoch. Den kann man zwar abschießen für... 4000 Schuss oder so? Oh, bitte. Jetzt mach da nicht so einen Scheiß. Kannst du nicht einfach mal da hochspringen? Geh doch. So schnell. Oh, ich bin mal auf den Rückweg gespannt. So, wir könnten hier drüber springen. Ahaha. Aber das traue ich mich nicht. Weil, ich weiß nicht, dann ecke ich wieder an der Decke an und gehe noch ein Stück weiter. Ja, zack.
Dann ecke ich wieder an der Decke an. Im Prinzip. Im Prinzip ist es ganz einfach. Okay, fürs nächste Mal. Brauche nicht mal einen Po. So, jetzt haben wir wieder unseren Commander. Ach, nee, hä? Ach, bitte. Ich will nicht schon sterben. Also, ich glaube, dass er genauso schnell ist wie wir. Jetzt schnell weg hier. Schnell wieder hoch, wo wir hergekommen sind. Bevor uns hier nachher hüpft. Das hatte ich echt noch nicht, aber ist geil. So. Man kann auch in der Luft den Pogo-Stick wieder deaktivieren. Ach, wir können da ja durchlaufen. Oder? Hatte ich jetzt da oben dieses... Ja. Das macht die Steuerung beim Landen. Oh, diese Töne sind ein Fest. Das ist man dann beim Landen ein bisschen präziser. Was haben wir denn jetzt? Da oben war der Stock. Genau, wir machen hier weiter. Ja, viel zu sehen gibt's hier nicht. Hier gibt's keine... Doch, am Ende gibt's eine Videosequenz. Also, was man als... Hallo, ich will da hoch. Videosequenz bezeichnen kann. Aber ich will nicht spoilern. Haben, haben, haben. Oh, fantastisch. Mehr kriegen wir eh nicht. Also ja, was man halt als Videosequenz bezeichnen kann. Für die Zeit. Wir werden es ja sehen. Vielleicht in 2-3 Parts. Bis jetzt schlage ich mich da gar nicht so schlecht. Finde ich. Oder? Oder? Yay. Notenschlüssel? Ich glaube, da ist ein Notenschlüssel auf der Karte, oder? Zock, zock. Im Prinzip kann man das Spiel auch selbst vertonen, oder? Zack, zack. Nerv nicht. Hier vorsichtig. Die Punkte. Ach komm. Oh Gott! Ich hab gedacht, der läuft noch ein bisschen in die andere Richtung. Weil wenn die einmal anfangen zu rennen, dann kommen die aber. In einer wahnwitzigen Geschwindigkeit. Haben will. Ja, hier oben lang. Fällt mir gerade auf, ich glaube, die gelben Schilder sind so eine Art Wegweiser, wo man als erstes hingehen sollte. Und da sind wir schon beim nächsten. Mal sehen, ob der uns jetzt fertig macht. Weil den müssen wir vielleicht abschießen. Ah, oh, Frosch im Hals. So, Freund, kommst du bis hier hoch? Anscheinend nicht. Hallo? Ha! Geh weg! Ha, ha, ha. Oh Gott, was mache ich denn? Ein Draufgänger heute bin ich. Nicht getroffen. Zwei. Na komm, geh weg. Oder was? Hallo? Drei. Boah, drei Schuss nur. Was steht denn da in der Mitte? Was? Ist das... Ach, das ist die Nase von unten. Da dazwischen sind ja die... Daneben sind ja die Augen. Was soll das denn sonst sein? Tch. Schlingel wäre was anderes, denkt. Zack. 2000 Punkte noch geholt und jetzt nur noch irgendwie überleben. Bup. Oh. Zack. Ach, dieser Sound ist... Belohnung genug. Da haben wir den Joystick und die Autobatterie. Was will denn noch? Schnaps und... Ein Vakuum-Cleaner, also Staubsauger. Ich glaube... Ach, ich achte jetzt mal nicht auf die Zeit. Ich zock das jetzt hier durch und dann schneide ich das am Ende irgendwie zurecht. Dass wir so auf 2-3 Parts kommen. Wo geht's hier hin? Oh! Ah ja, ich erinnere mich wieder.
müssen wir zum Schluss hin. Gab's hier Schlüsselkarten? Ha! Nee. Anders. Vielleicht so? Ah ja, so machen wir das. Zack. Das grüne Zeug hier, die Fusseln sollten wir tunlichst vermeiden. Wir haben zwar einen Helm auf, das ist mir Super Mario schon mal einen Schritt voraus. Stoßen uns nicht so sehr im Kopf. Aber das nützt nichts gegen diese komischen grünen Schleim-Zotteln. Fall du mal runter, danke. Das nehmen wir noch mit. Schon wieder ein Leben. Alter. Das ging ja flott. Vorsicht. Ist hier noch eine? Nö. Da ist der Ausgang. Da könnten wir schon hin. Aber wir sind ja punktegeil. Wir riskieren hier unser Leben, um nochmal ein paar Punkte zu machen. Warte mal. Das Buch macht nur 1000 Punkte. Der Teddy macht 5000. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, dass das Buch 5000 Punkte macht. Hehe. Zack. Den können wir tot machen. Die Pepsi macht 200. Hallo. Einmal hoch. Da. Was? Falls ich noch nicht erwähnt habe, die stehen nicht wieder auf. Die anderen, die kleinen, die stehen wieder auf. So, jetzt sind ja überall Flammen. Muss ich gucken, wie ich hier hüpfe. Oh, da kommt man ja gar nicht hin. Vielleicht von hier? Oh, gut. So, wie ging es denn hier weiter? Hier lang? Gar nicht gewagt hier. Stuntman Biddy Blase. Oh Gott. Oh, mach's doch nicht so spannend. Okay, wir latschen hier mal zu diesem Bot. Bots. Ich glaube hier. Ja, hier runter müssen wir sowieso. Ist halt bloß ein anderer Weg. Da unten ist ein Tank-Bot. Na! Auch mit dir. Dem erlaube ich zu leben. Ich vermisse aber irgendwie was. Irgendwie. Ach, hier. In der Röhre ist einer drin. Kommt der hier in die Richtung oder geht er nur in die andere Richtung? Haha! Ja, geh du mal ins Feuer. Na, das will ich auch noch haben. Was war das denn? Ja gut, so ab und zu kommt da mal so ein Grafikfehler. Ich habe noch nicht gesagt, wo ich das her habe. Ich habe das hier vom Steam. Und da waren Teil 1 mit seinen 3 Episoden. Das ist ja hier Teil 1, Episode 1. Der handelt halt nur auf dem Mars. Ah, Feuer? Ach gut. Und ich glaube, wir können mal Richtung Ausgang gehen, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Nö, oder? Ah, da drüben sind noch die Dosen. Wie komme ich denn da hin? Wo war ich denn jetzt? 3 Episoden, das ist Episode 1. Dann ist danach Teil 2 bei Steam mit drin. Das hat 2 Episoden.
praktisch 5 Episoden für, oh, keine Ahnung, wie viel Staffel bezahlt habe. Auf jeden Fall habe ich es mir im Feuer. Oh, das ist so spannend. Halt. Ja, den Teddy da oben, den lassen wir Teddy sein. Das ist mir zu spannend mit diesem, wie hieß er? Garg? Garg. Oh Gott. Oh. Ja. Was noch interessant und wissenswert ist, Teil 1 dieser hier, also Episode 1 von Teil 1, war damals kostenlos. Das war bei vielen Spielen damals, so 1990. Nicht da unbedingt drankommen. Ah! Oh Gott, was springt er denn so weit? Das war damals, Internet war damals wirklich... Ach, schon wieder ein Leben, es ist unglaublich. Wie viel haben wir denn? Hier sind zwar jetzt bloß 6 abgebildet, aber ich glaube, das ging weiter. Wenn wir jetzt ein Leben verlieren, also mal angenommen, wir haben jetzt 7, ich habe nicht mitgezielt, dann steht da immer noch die 6. Und 14 Schuss, das ist gut. Genau, Vermarktung war damals so, ich glaube, ich gehe nach links. Da sind wir ja vorhin auch hochgegangen, oder? Wie sind wir denn vorhin hochgekommen? Wir sind da am Ziel vorbeigegangen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt an dem Feuer rummachen. Spannend. Konzentration. Ah. Links rum, rechts rum. Ich glaube, rechts war nur dieser eine Teddy gewesen. Hab ich den schon? Ja. Und wenn du die anderen Episoden kaufen wolltest, waren wir hier schon? Oh, was wir schon alles gemacht haben. Dann musstest du praktisch einen Briefumschlag mit Geld nach Amerika schicken und dann hast du die Disketten zugeschickt bekommen mit den anderen beiden Episoden drauf für diesen ersten Teil. Ha! Ne, wir gehen hier lang. Geht das überhaupt? Bin ich jetzt hier? Ja, hier ist das Ziel, oder? Oder? Hier war doch ein... Wo ist denn der hin? War ich da oben schon? Ach ja, da war der andere Teddy. Oh, wir sind gut. Genau, dann hast du die andere... Da ist der Teleporter. Zack. Und egal wie lang der Part jetzt war, hier beende ich mal den ersten. Ich werde jetzt direkt weiterspielen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr diesen Retro-Kram mögt, ob ihr dieses Spiel mögt, ob ihr mich mögt. Und ob ihr mehr von diesem Spiel, also die nächsten Episoden und Teile, oder ob ihr mal mehr von diesem ganzen Retro-Kram sehen wollt. Ich mag, wie gesagt, Retro-Kram. Ich würde es gerne tun. Und ja, wir sind jetzt auf der dunklen Seite des Mars. Das ist voll der Unterschied, oder? Guck mal, wir können auf die helle Seite gucken und es ist voll der Unterschied. Ja, und damit bis zum nächsten Mal bei, wie hieß es? Invasion of the Verticons. Tschüss.